Hier ist Folge 3 unserer Miniserie, in der wir die Frage klären wollen, wie übergibt man einen Blumenstrauß in Zeiten, in denen man eigentlich Abstand halten muss. Wir haben schon ein paar Sachen ausprobiert. Was machen wir denn heute, Peter? Heute nutzen wir eine Technik, die schon die alten Ritter verwendet haben. Wir bauen ein Katapult. Wie bei unseren letzten Versuchen stellt diese Schaufensterpuppe wieder den Empfänger des Straußes dar. Und da echte Blumen zu schade sind, nehmen wir Plastikzeugs aus Holland. Das Seil markiert die Distanz, die wir überwinden wollen. Für das Katapult nehmen wir Traversen von unserer Studiobeleuchtung, eine Latte von Ulis Kinderbett und einen Schuhkarton als Blumenhalter. Trittst du bitte mal drauf, dann können wir nämlich gucken, ob das Ding überhaupt irgendwie funktioniert. Okay, Achtung. Huah! Okay, so wird das nix. Ich glaube, die Latte ist zu kurz, oder? Nee, das hört man nicht so gerne. Ich glaube, es liegt am Angelpunkt. Der muss verändert werden. Also überarbeiten wir die Konstruktion. Das Katapult wird größer und höher. Aber wird es deswegen auch besser? Na, dann ziehen wir mal. 3, 2, 1. Juhu! Nicht schlecht! Ja, aber an der Reichweite können wir noch ein bisschen arbeiten. In den folgenden 84 Versuchen treffen wir tatsächlich immer genauer. Hin und wieder wird der Strauß in zwei Teilen geliefert. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Also vorausgesetzt, der Empfänger des Blumenstraußes ist auch ein guter Fänger, dann hat diese Konstruktion durchaus Potenzial. Ja, und ich glaube, wir könnten auch die Reichweite verbessern. Ja? Lass uns doch mal ganz schnell was ausprobieren. So, dann schauen wir mal, ob das eine Nummer größer auch funktioniert. Puh, ich glaube, wir sollten aus der Schussbahn gehen. Ja. Okay, ich drücke auf den Auslöser. Achtung. Ui, ey, da fliegen die Blumen. Aber hallo. Du, in welche Richtung haben wir das Ding eingestellt? Also so grob Richtung Nürnberg, aber ich glaube, es ist ein bisschen da hinten an die Hauswand gedonnert. Ich sehe nichts. Nee. Funktioniert wohl doch nicht so gut. Naja, egal. Die gute Nachricht ist ja, dass wir bald wieder ganz normal unsere Blumensträuße vergeben können. Die Frage ist jetzt natürlich nur noch, an wen? Wenn Sie einen Vorschlag haben, schreiben Sie uns einfach und wir kommen vorbei. Ganz ohne Gefahr für Leib und Leben. Das war's. Bis bald.